Ich sag mal, aus den letzten Wochen waren wir ein bisschen verunsichert, hatten nicht immer gute Ergebnisse eingefahren, nicht immer gut gespielt. Dann der Platz war auch nicht der beste. Ja, und dann ergibt sich das halt so, wenn man ein bisschen unter Druck steht, dann spielt man auch nicht befreit auf und danach im 1-0 ist es dann besser gelaufen. Und dann hat man es auch in der zweiten Halbzeit gemerkt, als es 2-0 gefallen ist, dass wir dann alle relativ befreit waren und unseren Stiefel runtergespielt haben. Ja, also die Gründe für die Niederlage, also Aubing ist eine spielerisch starke Mannschaft. Die hat es relativ sehr gut gemacht, hat nichts anbrennen gelassen. Nach vorne waren sie effektiv stark. Mit der ersten Chance haben sie auch gleich das 1-0 gemacht. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit kommen wir raus. Zwei individuelle Fehler, dann steht schon 3-0 schwer gegen eine Mannschaft wie Aubing, dann nochmal zurückzukommen. Ja, ich sag mal, letztes Jahr hatten wir noch drei, vier ältere Spieler, die dann aufgehört haben. Und dieses Jahr, wir kennen uns auch alle untereinander persönlich, sind teilweise miteinander zur Schule gegangen und solche Sachen, machen auch neben dem Fußball viel privat. Dadurch passt es halt, dass wir ein relativ eingeschworener Haufen und macht dann auch Spaß, mit den Jungs zu kicken und danach was mit denen zu unternehmen. Ja, wir sind halt davon ausgegangen, dass wir gehen auch in jedes Spiel als Mannschaft rein und jeder gibt 110% von den Jungs nochmal ganz großes Lob. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir eingeknickt sind, sondern ich meine, jeden kann mal einen Fehler passieren im Spiel. Und ich meine, wir hatten einen Pfostenschuss. Wenn es da 1-1 steht, gehen wir mit einer ganz nochmal viel motiviert heraus in die zweite Halbzeit. So steht es nochmal 1-0 für Aubing. Dann kommt der individuelle Fehler, ist nochmal schwer, da nochmal zurückzukommen. Und unser Ziel ist schon auf jeden Fall, unter den ersten zwei zu stehen. Ich sag mal, zurzeit schaut es noch nicht so danach aus, aber daran wollen wir jetzt anknüpfen an das Spiel und dann schauen wir mal. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es wirklich missglückter Saisonstart ist, sondern wir müssen uns erstmal in die Liga einfinden. Und ich meine, wir haben halt nicht die Erfahrung, sage ich jetzt mal dazu. Also wir gehen von Spiel zu Spiel und schauen, dass wir unsere 110% da machen, genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die Kick TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.